Ich bin Schauspielerin und arbeite auch als Schauspielerin und auch als aktuell eigentlich als Producerin von einem eigenen Film. Habe auch eigene Filme gemacht, also Regisseurin und vor allen Dingen aber auch das Produzieren, also das Drumherum organisieren, dass das alles klappt und wer alles ins Boot kommt und so. Im Amerikanischen oder im Englischen sagt man so Executive Producer, die sind dann quasi mit einfach auch mit dabei, so im künstlerischen Prozess. Also ich finde, beim Schauspiel sind die Pros auf jeden Fall, dass ich quasi nicht so gebunden bin, sondern dass oft die Projekte so projektbezogen sind. Das heißt, für eine gewisse übersichtliche Zeit, in der Zeit kann ich mir so Geld ansparen und in die restliche Zeit kann ich irgendwie machen, was ich möchte. So. Und ich finde das auch so geil, dass ich durch diesen Beruf so gezwungen bin, immer wieder mich mit mir selber auseinanderzusetzen und mit meiner Wahrheit. Weil sobald ich das nicht tue, steht das ja meinem Weg, also meinem Job so voll im Weg. Und dadurch muss ich quasi hinhorchen, was so meine Wahrheit einfach ist. Und bin immer wieder quasi, ich komme dadurch an meine Grenzen und ich komme so an Orte, an die ich vielleicht sonst gar nicht mich hinbewegen würde, wenn ich es nicht müsste durch eine Figur oder so. Und dafür bin ich so wahnsinnig dankbar. Und allein so die Situation, dass ich morgens so zur Arbeit gehe und dann spiele ich wie ein Kind eigentlich noch. Ja? Es hat sowas ganz, ganz Junges. Und das Negative finde ich daran, dass Beruf irgendwie nur in Kontakt mit dem Außen funktioniert. Also es ist immer sowas, ich brauche quasi wie für diesen Beruf immer Publikum. Und dadurch ist so eine Abhängigkeit eigentlich mit dem Außen. Und dann ist es auch, wie findet mich das Außen, also wenn ich jetzt Castings oder was auch immer habe oder ob meine Rolle weiter erzählt wird oder ob meine Rolle gefeiert wird, das hat es quasi immer so eine Abhängigkeit mit dem Außen und dadurch, wenn es darum geht, ne, will man dann geliebt werden, Anerkennung oder was will man dann, dass man so, ich kann diesen Beruf quasi nicht mit mir alleine einfach in meinem Wohnzimmer machen und keine Schwein kriegt was davon mit, das funktioniert einfach nicht. Und ein anderes negatives Ding finde ich auch daran, dass die Hierarchie da auch einfach noch so krass ist und es verändert sich und es gibt quasi ganz viele Formen, aber sage ich jetzt mal, in vielen erfolgreichen Positionen oder Formaten oder Häusern ist die Hierarchie schon echt noch richtig, richtig altbacken und konservativ und so, da ist einfach noch viel zu tun, so, ja. Auf jeden Fall lebenslanges Lernen, so, weil ich finde, das ist, das gehört wie zum Leben dazu und finde halt auch, dass nur durch das System oder dadurch, dass quasi Leute, also und dazu kommt sofort Pro-Age mit rein halt, dass man halt eben sagt, so nur weil du in dem und dem Alter bist und es einfach nur auf deinem Ausweis steht, dass du so alt bist, aber nichts mit dem zu tun hat, wie du dich fühlst, nicht heißt, dass du deswegen nicht mehr arbeitsfähig bist oder dass du dann deswegen einen Job mehr kriegst. So. Und das finde ich ist eigentlich so dass das Allerwichtigste, dass man so wegkommt von irgendwelchen Zahlen, sondern hingeht zu, was sind das für Menschen, die einfach da sind. So, und da können Menschen dabei sein, die haben mit 40 keinen Bock mehr zu arbeiten und wollen da eigentlich vielleicht in die Rente. Und es gibt Menschen, die haben mit 80 oder 90 oder 100 noch Lust. Und das finde ich voll wichtig, dass man das gewährleistet. Und da muss man natürlich dann auch gucken, wie kann man das in der Firma dann umsetzen oder auf dem Arbeitsplatz. Oder also natürlich muss man da auch dann voll auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen. Und kann nicht nur ein Modell haben, wo man sagt, okay, das geht halt nur irgendwie bis 60, kann man da so mithalten bei dem Tempo, was wir hier so brauchen und alles andere, ja, das ist dann halt raus. Da ist halt natürlich nochmal das Thema mit Mann, Frau, ne? Also ich meine, ich kenne so viele Frauen, die sich dann ab einem bestimmten Alter liften und eben sich so jung halten. Frauen, die, wenn sie nicht eine Corinna Harfouch oder irgendwie sich bis zu einem bestimmten Alter quasi so ein Standing erreicht haben, dass es A, überhaupt nicht genug Figuren gibt in Filmen oder im Theater ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders, dass sie überhaupt gar nicht mehr besetzt werden. Also dass klar ist, ab einem bestimmten Alter bist du so raus und man interessiert sich immer so für junges, frisches Blut und so.
neue Gesichter, aber nicht mehr so stark für eine alte Geschichte, weil die funktioniert ja nicht als Identifikationsperson, ja, sag ich jetzt mal. Also jetzt sehr speziell auf den Film bezogen. Also ich fange mal mit 20 Jahren an, ja, da bin ich 50 und also was ich mir wünsche für den Beruf ist, dass die Menschen, die dort gezeigt werden, einfach echt sind und dass nicht irgendwelche Menschen die ganze Zeit seit Jahrzehnten von Jahren immer wieder wiederholt werden eigentlich, der gleiche Typ Mensch, der immer wieder gezeigt wird, sondern dass es Menschen sind, die mich inspirieren und die so vielen Menschen unserer Gesellschaft auch Vorbilder sind und dass auch Filme quasi einen viel, viel stärkeren Bildungsauftrag haben, auch im Fernsehen. Das ist im besten Fall eigentlich wie über so eine Quote, muss man irgendwie erst das und das erreichen, bevor man überhaupt sowas ausstrahlen kann. Und dass nicht Filme quasi wie so über Gewalt und Aggression und so irgendwie immer so retraumatisiert werden, sondern dass Filme eigentlich zeigen, ja, wie funktioniert denn eigentlich wirklich Beziehung? Was heißt wirklich Liebe? Was wäre es eigentlich, wenn wir das und das Schulsystem hätten? Also wenn Filme wirklich dazu da sind, unsere Gesellschaft wirklich zu bilden und zu hinterfragen und aufzuwecken und auch wirklich Möglichkeiten zu zeigen, wie man anders leben kann. So. Ja, und ich glaube, ich finde es halt auch immer so wichtig, so zu begreifen, dass wir halt in einem übelst krass rassistischen, also in einem System leben seit über Jahrhunderte lang, was uns ja auch irgendwie ermöglicht zu sagen, wir sind hier so im Westen und uns geht's gut und es ist völlig klar, dass wir jetzt reich sind und der Rest der Welt ist einfach arm und verhungert. Das ist unsere Realität, das ist für uns einfach vollkommen okay. Und das wird sowieso moralisch und wissenschaftlich auch schon seit Jahrhunderten irgendwie auch so unterschrieben und wenn es die und die sagen, ist es ja auch okay. Und ich glaube, das ist halt so, dass das jetzt so anfängt zu rütteln und durch halt auch durch Globalisierung und durch so die ganze Technik und Internet kommt alles so ein bisschen halt näher an uns ran. Ich glaube, das ist es irgendwie gerade, wo wir so sind. Auch eine Verantwortung, dass wir einfach auch eine Verantwortung haben dadurch, ne? Also sozusagen, wir haben einfach eine krasse Grundebene, die haben die meisten Menschen auf dieser Welt einfach nicht. Und das bedeutet, dadurch können wir aber auch was schaffen und kreieren, was andere gar nicht, also wir können uns über Dinge Gedanken machen, wo andere sich darüber Gedanken machen, wie sie den Tag überleben, so einfach, ja? Und das ist voll auch ein Geschenk, aber ich finde es voll wichtig, dass wir mit dem auch wirklich kostbar dann umgehen. Also mein Traumberuf ist, dass ich mich mit inhaltlichen Stoffen auseinandersetzen kann und dass das, was ich tue, für mich einfach total nah an dem dran ist, womit ich mich als Mensch auseinandersetze und was ich total wichtig finde, was in unserer Gesellschaft, also weil ich sehe halt quasi, jeder Mensch ist so für eine gewisse Zeit auf dieser Welt so und in dieser Zeit, in der wir da sind, können wir irgendwas vorantreiben. So, wir werden nicht die Welt verändern, aber wir werden irgendwas vorantreiben können. Und dadurch ist mein Traumberuf, dass ich mich mit diesen Dingen, die wir für unsere Gesellschaft und für unsere Seelen, was wir einfach verbessern können. Und ob ich dann dafür als Sprachrohr dieses Textes zur Verfügung stehe oder ob ich die bin, die das schreibt oder ob ich die bin, die das organisiert, ist mir im Endeffekt eigentlich so ein bisschen egal. Sondern es geht einfach darum, dass ich das als Beruf habe, solche Gedanken und Informationen zu übermitteln und auch zu lernen natürlich die ganze Zeit dadurch. Ja. Also ich war jetzt zum Beispiel in Sambia und habe da in einem Kinderheim ein Theaterstück inszeniert. So, auch mit meinem Freund zusammen. Und da war ja auch immer so diese, also voll, genau, auf jeden Fall, quasi, wenn man das als soziale Arbeit jetzt mal so einrufen will, aber es geht ja um quasi etwas zu tun ohne Geld oder etwas irgendwie einen Austausch zu haben. So. Und ich finde das halt voll spannend, irgendwie, wie können Menschen, also ich habe total Bock, auch mal ins Gefängnis zu gehen zum Beispiel. Und wie kann man durch diese Theaterarbeit oder durch die Figuren
wie können sich Menschen in anderen Emotionen und vielleicht in einer anderen Kraft oder so erleben, weil sie quasi eine andere Hülle einnehmen und dadurch aber vielleicht mal aus ihrer eigenen Figur, die sie sich so angeeignet haben, mal so rauszubrechen und das quasi als eine Freiheit empfinden können. Oder wo man ganz klar sagen kann, die dürfen jetzt einfach völlig bekloppt und bescheuert und albern und crazy drauf sein und müssen sich nicht irgendwie anpassen oder brav sein oder so. Darauf habe ich so viel Bock. Und ich finde, so Mentoring zum Beispiel, habe ich das Gefühl, mache ich irgendwie eh schon. Und manchmal auch, glaube ich, obwohl Leute da vielleicht gar keinen Bock drauf haben. Aber ich habe so von mir, von Natur aus, irgendwie so eine Art, dass wenn ich was sehe, dass ich dann denke, aber du kannst es doch so oder so oder so machen. Und lerne eigentlich gerade eher so zu akzeptieren, jeder Mensch hat halt voll seinen eigenen Weg. Und jeder Mensch hat so voll seine eigene Reise. Und nur weil ich das jetzt als richtig oder falsch sehe, was ja eh nicht existiert, aber also so, ne, auch so zu begreifen, wann kann man was, wann möchte eine Person überhaupt vielleicht Feedback, und deswegen interessiert mich Mentorship voll. Aber ich realisiere auch, dass ich selber erstmal lernen will, was das eigentlich überhaupt bedeutet, so dass das wirklich einer Person hilft und nicht irgendwas, ja, dass ich nicht so überstülpe. Aber ja, total. Gerade auch als afrodeutsche Frau, ne? Also so jungen Mädchen dabei zu helfen, daran zu glauben, dass die Schauspielerin werden können oder Ärztin oder Anwältin oder Dekanin einer Uni oder was auch immer. Also ja, das habe ich das Gefühl, mache ich wie jetzt auch eh schon, nur halt vielleicht noch nicht so schlau. Also habe ich auch das Gefühl, und auch, weil ich so das Gefühl habe, dass das Schauspiel mir eigentlich wie so eine Form von Psychoanalyse oder Heilung oder Therapie oder sowas auch nahe bringt und ich eigentlich mich immer mehr und mehr dafür interessiere, wer sind wir so als Kern und was sind so Dinge, die wir noch so heilen müssen eigentlich, um so weiterzukommen als Menschen, weil ich mich so oft mit Abgründen beschäftige oder so doll immer hinschaue, was ist der Mensch eigentlich, ja, so im Kern, was haben wir alle gleich und was überhaupt nicht, was hat jetzt wirklich nur eine Person, und ja, deswegen kann ich mir das total vorstellen, dass das irgendwie, dass ich immer mehr Lust habe, das weiterzugeben, was ich so erforscht habe in meinem kleinen Labor. Ich würde mich eigentlich am meisten gerade über Bücher so, und so hört es natürlich übelst pathetisch an, aber über das Leben und Begegnung und Erfahrung machen und mutig sein, mutige Erfahrungen machen und mutige Entscheidungen treffen so. Und so bei dem Thema von Studium, das ist irgendwie immer so da, und ich frage mich aber auch, da kommt das jetzt eigentlich aus so einem Komplex heraus, dass ich so denke, so, dass so mein Ego, Intelligenz-Ego sagt, so, oh Gott, Jane, du musst dich irgendwie einmal noch in deinem Leben des Studiums so gewidmet haben und so zu erfahren. Also, ne, das hat dann eher, glaube ich, kommt aus so einem Intelligenzkomplex sonst her, weil eigentlich, und es gibt ja jetzt so verschiedene Modelle von Unis und alternative Modelle, aber ich finde, was ich jetzt so bei meinen Freunden so erlebt habe, so ähnlich wie auch Schulsysteme, ich finde das eine total schreckliche Form zu lernen und zu Wissen zu kommen. Und wenn ich mich dafür entscheiden würde, was mich interessiert, weil ich einfach Bock habe, mehr zu lernen, dann auf jeden Fall in einem alternativen System, so, wo es nicht um dieses Abliefern, Noten, schnell fressen und wieder ausspucken geht, sondern wo es wirklich irgendwie einen Rahmen gibt, wo total klar ist, dass alle, die da sind, irgendwie Bock haben, was zu lernen und wissbegierig sind und es irgendwie ein anderes Modell gibt, wie man sowas fördert. Aber ja, auf jeden Fall. Weil dann macht man es ja auch aus irgendeiner Überzeugung, ne? Wenn man jetzt irgendwie woanders kommt und sich dann dafür entscheidet und sich die Mühe macht, sich das alles selber anzueignen, dann gibt es da ja vielleicht irgendwie eine andere Nachhaltigkeit, als wenn man es macht, nur weil es die Eltern auch studieren oder irgendwie sowas, ne? Oder studiert haben. Ja, und ich finde vor allem auch, was du vorhin gesagt hast, ist das so Intuition, also was ist Lernen, ne? Und ich habe so das Gefühl, das Wichtigste ist irgendwie immer mehr und mehr auf so seine innere Stimme zu hören und auf die Intuition zu hören und auf
das, was einem wirklich gut tut, so, und wegzukommen von so, eigentlich die ganze Zeit zu verlernen, was man gelernt hat durch die Gesellschaft oder durch die Familie, ist ja abhängig davon, wo man oder wie man aufwächst, aber ja, ich habe so das Gefühl, dass das zu lernen ist so quasi wie eigentlich mein Ziel am meisten. Und da gibt es natürlich übelst viele Hilfestellungen und schon Formen und was auch immer, ne? Also die einem da noch voll auf dem Weg helfen, aber ja. Grundeinkommen. Ja. Irgendwie erklärt alles. Also, weil ich finde, das Grundeinkommen, klar muss man da auch voll festlegen, unter welchen Bedingungen so, das ist ja quasi auch noch total weit gefächert, aber da finde ich, kann jeder Mensch, und da hat es überhaupt nicht mehr so viel mit dem Alter zu tun, entscheiden, was er tut, was er macht, wie viel Geld er sich dazu verdienen will, wie viel so braucht, aber quasi, sage ich jetzt mal, jeder Mensch braucht in Deutschland vielleicht so und so viel, um, also sage ich jetzt mal, zu überleben und gut zu leben und sicher zu sein, quasi eine Sicherheit zu haben. Und die, denen das ausreicht, die machen halt dann halt das, und alle anderen, die mehr wollen oder halt arbeiten wollen oder irgendwas kreieren wollen, machen das. Und ja, das finde ich, ja. Das ist eigentlich super simpel, wenn es funktioniert. Und es funktioniert ja auch schon in einigen, also wird ja auch schon getestet und so. Ja. Und voll, ich finde auch diese Frage von, witzigerweise kommt die irgendwie dieses Jahr mir so am nächsten, ne? So von wegen, ja, irgendwie Rente und so. Und ich habe mich damit nie irgendwie wirklich auseinandergesetzt oder so, jetzt schon darüber nachzudenken. Weil, also es hat vielleicht auch mit dem Beruf zu tun, weil ich eher so spare und spare, um die nächsten Jahre über die Runden zu kommen. Ne? Und für mich ist es so, so weit vorauszudenken. Und natürlich ist dann auch die Frage, ob man dann in eine Wohnung investiert, und wegen bei Wohnraum kann man ja auch vermieten und dadurch Einnahmen. Also ne, es ist ja alles voll smart. Aber ich finde eben auch, wenn das System möglich macht, in dem wir leben, also das ist ja, finde ich, hat Corona jetzt auch nochmal gezeigt, in was für einem krassen Staat wir einfach leben hier in Deutschland. Es ist ja absolut möglich, sowas zu gewährleisten. Genau, wo die ja schon so viele Dinge testen in verschiedensten Ländern. So. Und deswegen denke ich halt immer wieder, es geht nicht darum, dass es nicht geht. Es geht nur darum, dass bestimmte Menschen es einfach nicht wollen.